Wenn man auf so ein großes Festival geht, dann kann man natürlich nicht 3-Zimmer-Küche-Bad von zu Hause mitschleppen, aber man möchte ja trotzdem ganz komfortabel über den Tag kommen. Und deswegen gibt es so ein paar kleine Tricks und Gegenstände, die man sich bauen kann aus Sachen, die es hier so auf einem Festival gibt. Ein paar von denen probieren wir jetzt mal aus, nennt sich Festival Gadgets. Und weil ich jetzt auch schon so ein bisschen Kohldampf habe, wollen wir mal probieren, ob wir uns nicht so einen kleinen Grill basteln können und darauf eine Wurst grillen. Wir werden mal sehen. Lass mal gucken, hier einen Aschenbecher, einen Kabelbinder, einen Strom. Irgendwie müssen wir das Gitter noch, also den Rost für den Grill noch bauen. Wir sind jetzt hier im Bereich der Garderoben und ich habe schon so eine Vorahnung, was uns da erwarten wird. Wir gucken einfach mal in so eine Garderobe rein. Kleiderbügel. Perfektes Material, um so einen guten Rost zu bauen. Stabil, Metall, passt. So, für unseren provisorischen Grill brauchen wir natürlich noch ein Behältnis, wo die Kohle rein soll unten. Aber hier im Backstage-Bereich, denke ich, werden wir bestimmt irgendwas finden. Lass mal gucken. Aha, ja. Nee, obwohl, ich glaube, das wird nichts. Plastik war Quatsch, Plastik können wir nicht nehmen, aber hier habe ich was Tolles entdeckt. Und die Blöre, die braucht sowieso keiner mehr. Den nehmen wir mit. Na, sieht gut aus, ne? Ich hoffe nur, dass die Suppe aus dem Topf keiner vermisst später. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Ich habe so einen Kohldampf. So, das brutzelt jetzt erstmal ein bisschen hier. Wir sind gespannt und hey! Guck mal hier. Tatsächlich besser, als ich gedacht habe, muss man sagen. Sieht fast aus wie daheim auf dem Grill. Boah, das duftet schon Hammer. Nicht abhauen. So. Einwandfrei. Prost dann. Aber sag mal, ich habe da mal was gesehen. Die Dosen, die eignen sich nämlich wunderbar für einen Spiritusbrenner. Hast du das gewusst? Ehrlich? Ja. Und ich meine, so Lust auf einen Kaffee hätte ich jetzt schon. Allerhaupt, sag mal, was braucht man eigentlich dafür, um das Ganze zu machen? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du brauchst eigentlich nur ein Taschenmesser, brauchen wir irgendwo. Ich meine, haben wir ja dabei, oder? Hast du Taschenmesser? Hast du? Ja, habe ich dabei. Dann brauchen wir Schmirgelpapier. Schmirgelpapier müssen wir irgendwo noch herkriegen. Schmirgelpapier. Und unser gut sortierter Werkzeugmeister hat natürlich immer Schmirgelpapier dabei. Und das nehmen wir mit. So, die zwei Hälften haben wir, aber da fällt mir gerade ein, wir brauchen noch Watte. Watte. Okay. Aber, aber wo kriegen wir die jetzt schon her? Warte, ich glaube, ich habe schon eine Idee, wo wir Wattebällchen herbekommen. Ricky Martin, wenn der keine Watte hat, wer sonst? Hab ich mir's doch gedacht. Unser drittes Festival-Gadget ist ein Regencape, weil man ist ja nie so ganz sicher, was das Wetter macht. Deswegen haben wir hier mal so die zwei Müllsäcke vorhin Stibitz. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, was wir für einen praktischen Regenschutz daraus bauen können. Passt wunderbar. Sieht bestimmt lustig aus, aber ja, Haare sind abgedeckt. So, was haben wir noch Schönes gefunden? Wie fühlst du dich jetzt dabei, wenn du es anders glaubst? Du bist jetzt geschützt vom Regen? Also geschützt vom Regen bin ich auf jeden Fall, aber
von der Optik her nicht Nummer 1. Ne? Das ist ihr Ding. Hier. Mein Hemd ist trocken geblieben, die Hose hat es ein bisschen erwischt, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir dann mit Festival regentauglich ausgerüstet. Ne? Unser Fazit von den Festival-Gadgets, der Grill war gut, ne? Der hat richtig reingehauen, richtig gut. Kann man nur empfehlen, hat super geklappt, die Wurst war lecker, einwandfrei. Der Gaskocher hingegen blieb, glaube ich, so eher ein Versuch. Ja? Also wenn jemand mit Feuer gut umgehen kann, dann kann er es gerne probieren. Für mich persönlich wäre das nichts. Ja. Was haben wir noch? Das Regencape. Das fand ich jetzt sehr tauglich, wenn man so was zu erwarten hat, was vom Himmel kommt. Aber wo es sich überhaupt nicht mehr eignet ist, wenn man in der Menge steht und dann feiern will. Also da ist es natürlich von der Bewegung her total behindert. Ansonsten aber super Ding und wir hoffen aber trotzdem, dass wir es nicht brauchen werden.